Einer persönlichen Einladung in die Leonhard Group Aue folgte Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler am 4. Dezember 2012. Uwe Leonhard, CEO der Leonhard Group, war mit einer Regierungsdelegation unter Leitung des Vizekanzlers Anfang Juni 2012 zu Gesprächen der gemischten deutsch-saudischen Wirtschaftskommission nach Saudi-Arabien gereist und lud Rösler bei dieser Gelegenheit in die Firmengruppe ein. Besonders Uwe Leonhard freute sich über den hohen Regierungsbesuch und die Gelegenheit, neben wirtschaftlichen Fragen auch regionale Probleme besprechen zu können. Gemeinsam mit weiteren Vertretern aus Wirtschaft und Politik fand ein Rundgang durch das Firmengelände statt. Mit großem Interesse ließ sich Philipp Rösler Produktionsverfahren, Erzeugnisse, Technologien und Märkte erläutern. Dabei ging er selbst gerne auf die Mitarbeiter zu und suchte das persönliche Gespräch. Und wenn man den Radius jetzt vergrößern würde und weiter ausmachen würde? Die anschließende Gesprächsrunde bot Raum für Diskussionen, wie beispielsweise über Maßnahmen zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland. Uwe Leonhard sprach sich für einen Pakt von Wirtschaft, Politik und Betroffenen aus, um die Arbeitslosigkeit abzubauen. Dabei haben für ihn betriebliche Qualifizierungen mittels zielgerichteter Investitionen einen hohen Stellenwert. Also wir stellen uns das so vor, dass ein Pakt zwischen Wirtschaft, Politik und den Betroffenen der Arbeitslosigkeit entsteht. Deshalb ist unsere Idee, dass wir sagen, wir müssen diesen großen, gigantischen Block an Arbeits- und Sozialausgaben abbauen. Es geht nicht um Ausgabenkürzungen, es geht um die sinnvolle Verwendung dieser Menschen, dass sie auch ein Selbstwertgefühl kriegen und wir von den Kosten runterkommen. Damit werden extreme Mittel frei für Zukunftsinvestitionen. Es ist sehr, sehr sinnvoll, das nochmal in der Regierung zu diskutieren. Um dem Mangel an Fachkräften zu entgegnen, sieht er in der Liberalisierung des Einwanderungsrechts einen wichtigen Ansatz. Ein weiterer Ausbau von Finanzierungsmöglichkeiten für den Mittelstand sowie strengere gesetzliche Regelungen für die Finanzindustrie sind seine Forderungen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie sieht Unternehmen wie die Leonhard Group als Garant dafür, dass sich die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbewerb gut behaupten kann und weiter wächst. Er selbst möchte entsprechende Bedingungen zur Entfaltung unternehmerischer Freiheit und Innovationskraft für kleine und mittlere Unternehmen schaffen. Eigentlich kann es nur gelingen, indem wir versuchen, die unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeiten, also gerade im Export ja deutlich spürbar, indem wir versuchen, die anzugleichen. Und das ist jetzt unser Ansatz. Erstens verhindern wir neue Probleme durch Schuldenbremsen. Und zweitens üben wir schon Druck aus, da mache ich auch Druck, auf die anderen europäischen Staaten, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Durch Reformen in den sozialen Sicherungssystemen. Arbeitsrecht, Sozialrecht, Krankenversicherung, was auch immer. Durch kommunale Gebietsreformen, durch Privatisierung, durch Entbürokratisierung, also Verwaltungsreformen. Und wir wissen, dass es Zeit braucht und deswegen sind wir bereit, die Zeit zur Verfügung zu stellen durch die Stabilisierungsmaßnahmen. Der Besuch des Vizekanzlers weckt nicht nur bei der Leonhard Group Hoffnung, sondern soll auch anderen mittelständischen Unternehmen zeigen, dass nur gemeinsam Lösungen zum Wirtschaftswachstum gefunden werden können.